Hi meine Lieben, willkommen zurück zu meinem Kanal, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich bin Jessie und heute habe ich für euch quasi das wichtigste Video des Jahres, denn ich werde euch von meinen Top 10 Büchern erzählen, die ich dieses Jahr gelesen habe. Ich lese relativ viel, würde ich behaupten, und dass dann ein Buch quasi in diese Top 10 rein katapultiert wird von mir, das dazu gehört schon einiges. Manchmal lese ich Bücher und ich weiß ganz genau, die werden auf jeden Fall in diesem Video jetzt am Ende des Jahres vorkommen, aber ich glaube, das ein oder andere Buch hat mich selbst überrascht und wird vielleicht auch euch überraschen. Als ich gestern vorm Regal stand und dachte, Mensch, welche Bücher haben mich denn besonders berührt, besonders inspiriert, fand ich besonders, besonders irgendwie, habe ich mich ein bisschen selbst überrascht. Dieses Jahr habe ich auch viel, viel mehr Romane gelesen als sonst. Ich bin sonst, eigentlich die Person, die eher Sachbücher liest. Ich liebe Sachbücher, weil man sich dazu theologischen Themen einfach was rauspicken kann, was einem wichtig ist, über das man mehr lernen möchte und einfach schlauer wird quasi. Und das liebe ich sehr an Sachbüchern, aber dieses Jahr, weiß nicht, woran es lag, aber ich habe mehr Romane gelesen, was auch mal ganz cool ist, eine gute Abwechslung. Also ich habe hier auf jeden Fall mehr Romane in meinem Roundup als Sachbücher. Und ich habe schon ein bisschen auf Instagram gefragt, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr auch jetzt in die Kommentare schreiben, wenn ihr denkt, ihr wisst ganz genau, welches dieser Bücher auf jeden Fall in meiner Top 10 drin ist. Wenn ihr meine Videos öfter schaut, dann könnt ihr euch das ein oder andere schon denken. Dann schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare. Schreibt auch sehr gerne euer bestes Buch, eure besten 3 Bücher oder Top 10, wenn ihr auch so ein Ranking habt, schreibt sehr, sehr gern rein. Vielleicht gibt es die ein oder andere Überschneidung, vielleicht findet ihr ganz andere Arten von Büchern cool. Also schreibt mir sehr, sehr gerne, was für euch dieses Jahr besonders irgendwie rausgestochen hat, was euch berührt hat oder einfach auch gut unterhalten hat. Und lasst uns einfach anfangen mit dem ersten Buch. Das wird für viele keine Überraschung sein, denn ich spreche immer wieder darüber, wie sehr ich den Autor mag und hatte ihn auch zu Gast quasi in einem Interview dieses Jahr im Sommer. Und da habe ich über ihn gesprochen, über seine Visionen, wie er denn so auf seine Bücher kommt. Ich merke gerade, meine Katze hat das Buch angekaut. Dankeschön dafür. Oh Mann, ey. Wenn man einfach nicht hinguckt. Aber auf jeden Fall ist es kein geringerer als Thomas Franke. Und Thomas hat dieses Jahr ein Buch rausgebracht. Ich habe mich sehr gefreut. Das war für mich so das Release, auf das ich mich am meisten gefreut habe, weil ich bei seinen Geschichten nie enttäuscht bin. Und dieses Mal war es ganz genauso. Die Bücher sind hier übrigens nicht in einer bestimmten Reihenfolge. Also das letzte Buch ist nicht das allerbeste, sondern Top 10 heißt wirklich, die sind alle gleich sehr, sehr gut. Und das erste Buch ist natürlich das Buch Undercover, Der Preis der Wahrheit von Thomas Franke. Das Buch habe ich auch selbst rezensiert. Alle Rezensionen, die es zu den Büchern gibt, werde ich euch auch unten verlinken. Dann könnt ihr euch das nochmal genau im Detail anschauen. Und auch das Interview würde ich euch sehr empfehlen von Thomas, das ich mit ihm geführt habe. Das war super spannend und ganz anders als die anderen Interviews, würde ich mal behaupten. Und ja, bei Undercover fand ich einfach so cool, dass es eine Geschichte ist, die ganz anders ist als alles, was ich im Regal habe, die nicht so dieser typische historische Roman sind, kein Liebesroman, aber auch nicht irgendwie was ganz, ganz anderes, bei dem man sich vielleicht langweilt oder das weit weg ist von einem selbst. Und es geht so ein bisschen um die Zukunft, Deutschland in der Zukunft und wie Mensch und Maschine mehr oder weniger gut zusammenarbeiten sozusagen. Es geht um Sila Degenhardt. Sila ist eine Agentin und wir befinden uns in einem Deutschland, das sehr, sehr geprägt ist von religiösem Fanatismus beziehungsweise dem Kampf gegen den religiösen Fanatismus, und Sila muss da eben so eine Undercover-Underground-Gruppe die Follower ausfindig machen, sich da reinschleusen und eigentlich von innen bekämpfen. Das läuft dann natürlich nicht so ganz, wie sie sich das vorgestellt hat, aber das ganz Besondere an diesem Buch ist nicht nur die Geschichte, die ich an sich schon sehr cool finde, sondern auch die ganzen futuristischen Gimmicks und Gadgets, sage ich jetzt einfach mal, die aber auf eine negative Art und Weise teilweise auch das Leben dieser Menschen beeinflussen, die aber trotzdem sehr realitätsnah sind, also irgendwie Brillen, die man aufzieht, die einem dann den Puls der anderen Person quasi zeigen, sowas in klein angefangen oder kleine Dinge, die man im Körper trägt, die einem dann schneller die Heilung voranbringen oder so. Also so ganz verschiedene Sachen, die Thomas auch recherchiert hat. Die hat er sich nicht einfach ausgedacht, sondern er hat geguckt, was ist denn möglich in der Zukunft? Und das hat er da reingebracht. Und das finde ich richtig cool, weil es auch einfach einen gewissen Anspruch hat. Und man immer so ein bisschen die Intelligenz, die grauen Zellen sind gefragt bei seinen Büchern. Und das feiere ich sehr. Ich freue mich, einfach dieses Buch gelesen zu haben, mit ihm drüber gesprochen zu haben. Und war für mich klar beim Lesen, dass es in meine Top 10 kommt. Und ja, das ist es auch. Der nächste Roman, der wird euch vielleicht überraschen. Ich bin mir
sicher, dass ich darüber schon oder über das Buch schon gesprochen habe auf meinem Kanal, aber es gab kein einzelnes Video und ich habe es auch nicht mehr so oft erwähnt, aber ich muss sagen, es hat einfach rausgestochen für mich. Die Geschichte ist mir im Kopf geblieben, die Art und Weise, ein bisschen wie das Buch auch aufgebaut ist und die Grundmessage dieses Buches, die ist mir im Kopf geblieben, die fand ich sehr schön und ich freue mich, dass von der Autorin nächstes Jahr auch wieder ein Buch rauskommt, bin ich sehr, sehr gespannt darauf und zwar ist es Anne Mulligan und das Buch ist Zärter als Blüten, ne? Zart wie Blüten, stark wie Stahl, pardon. Das Buch habe ich irgendwann im Frühjahr, glaube ich, sogar schon gelesen. Und ja, das ist ein Buch, das spielt in den USA während der großen Depression, also so 1920er. Und da geht es ganz, ganz viel um, Achtung, ich mag das Wort nicht, aber Frauenpower. Ich finde, es ist immer so ein bisschen überspitzt oder zu viel benutzt, dieses Wort. Aber es geht um weibliche Freundschaften, um ganz, ganz starke Frauenbilder, die sich ja irgendwie durch das Leben kämpfen müssen, sei es, dass der Mann nicht mehr lebt, sei es, dass sie irgendwie ausgestoßen sind, sei es, dass sie zu einer Randgruppe gehören und das geht hier ganz, ganz viel in diesem Buch um Freundschaft. Es geht auch um das Thema, wie haben denn die Leute damals überlebt, als es so wenig zu essen gab. Es gibt so ein paar Rezepte in diesem Buch, was ich ganz süß finde, wie man quasi Essen strecken kann und sowas. Das finde ich immer so eine kleine süße Anekdote und ich habe noch nichts nachgekocht, aber ja, zum Beispiel so Haushaltstipps auch gegen stinkende Schuhe oder sowas. Also das finde ich immer ganz süß, mag ich gerne. Aber dieses Buch hat mich einfach so überzeugt, weil die Schönheit von Freundschaften hier ganz, ganz stark thematisiert wird, aber nicht auf so eine melancholische, komische, kitschige Art und Weise, sondern quasi in der Praxis. Und das fand ich sehr schön, dass auch hier Personen, ja, die so Randgruppen gehören, die von den Personen damals, von dem Volk quasi auch, ja, sehr schlecht behandelt wurden, komisch angeschaut wurden, dass die hier eine Wahlfamilie quasi gefunden haben in dieser Freundschaftsgruppe. Es geht um ja, das Überleben, es geht hier auch ein bisschen um so eine Geschichte einer Person, die gegen ihren Schwiegervater sich ein bisschen stemmen muss, weil es ein sehr, sehr boshafter Mensch ist und sich ein bisschen selbst beweisen muss, aber auf eine ganz schöne Art. Also es ist nicht beim Lesen, dass man die Augen rollt und sich denkt, ah ja, okay, jetzt, keine Ahnung, auf einmal klappt irgendwie alles in ihrem Leben und alles läuft super und sie ist jetzt quasi dieses neue Frauenbild, sondern immer noch auf eine sehr zarte Art und Weise wird hier ja einfach eine Geschichte erzählt von einer Person, die sich irgendwie neu erfinden muss auch so ein bisschen. Es hat mir sehr gut gefallen, es hat mich sehr berührt. Wie gesagt, gerade dieses Thema Freundschaft und Zugehörigkeit und Zusammenhalt fand ich sehr, sehr schön in dem Buch und freue mich auf das Neue, was die Autorin jetzt rausbringt. Ich kann es euch wirklich, wirklich sehr empfehlen. Mir hat es super gefallen und ja, wenn ein Buch irgendwie nach Monaten noch nachhalt, dann gehört es auch in die Top 10. So, Romane über Romane. Ich habe euch ja vorgewarnt, dieses Jahr habe ich viele Romane gelesen und natürlich auch ein bisschen geschuldet dem Buchclub. Ihr wisst wahrscheinlich schon Bescheid, wenn nicht, dann ja, jeden Monat lesen wir im Buchclub gemeinsam ein Buch. Ihr dürft quasi auswählen, welches Buch euch am besten gefällt von den 5, die ich zur Auswahl stelle und dann lesen wir eben gemeinsam einen Roman, sprechen darüber einmal in der Woche und tauschen uns einfach aus. Und das finde ich sehr schön. Das machen wir jetzt seit September letzten Jahres tatsächlich, also schon etwas länger. Und es ist immer eine sehr, sehr gute Zeit, weil ihr manchmal Bücher aussucht, die ich selbst nie gelesen hätte oder wir uns gemeinsam auf neue Releases freuen und dann eben, ja, gehypte Bücher quasi lesen. Also es ist immer ganz, ganz viel dabei. Wenn ihr Lust habt, dann seid sehr gern auch dabei. Ich verlinke euch unten ein Video, wo ich ein bisschen erkläre, wie das geht. Es ist ganz, ganz einfach. Es sind sehr, sehr liebe Mädels dabei und es ist immer eine coole Zeit. Und ja, durch den Buchclub habe ich natürlich dann auch Bücher gelesen und auch Romane gelesen, wie gesagt, die ich selbst nicht so auf dem Schirm hatte oder auf die ich mich sehr gefreut habe. Und dieses Buch ist eins, auf das ich mich sehr gefreut habe, als ich gehört habe, dass es rauskommt und das für mich ja einen ganz besonderen Platz in der Top 10 auch hat. Und zwar ist es das Buch Hinter dem Schleier von Amy Jasmin Ritter. Und dieses Buch ist von der Geschichte her was Besonderes, finde ich. Aber vor allem, was mir an dem Buch so gefallen hat, ist der Schreibstil. Die Geschichte ist eine sehr ergreifende Geschichte. Es geht um eine junge Frau und einen jungen Mann, die sehr harte Schicksalsschläge erleben und irgendwie in ihrem Leid dann vorher sich nicht so gut verstanden haben und dann zusammenfinden und quasi das Leid der anderen Person teilen. Wir bewegen uns in England hier, Ende des 19. Jahrhunderts. Und ja, es geht um Elissa und es geht um Raphael heißt er, genau. Und die zwei, ja, kommen eigentlich aus so gehobener Gesellschaft, haben trotzdem so ein bisschen ihre Leichen im Keller und ja, erleben dann zwei Schicksalsschläge, also Elissa und Raphael jeweils, und kommen dann auf eine ganz, ganz kuriose Art und Weise zusammen. Die Leben kreuzen sich wieder und ja, machen einander das Leben sehr lebenswert. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Es geht hier auch einiges um Liebe, also ein bisschen Vorwarnung für die, die so sind wie ich.
es ist immer Geschmackssache. Ich finde, Amy hat die Liebesgeschichte hier trotzdem sehr, sehr schön und zart beschrieben. Also das Coole war, beim Buchclub durften wir Amy auch dabei haben. Bei der letzten quasi, beim letzten Austausch, bei dem letzten Stream, den wir hatten, durften wir sie dann auch so ein bisschen fragen und durften wir auch ein bisschen, ja, ihr einfach Feedback geben. Fand ich richtig cool, dass sie da mitgemacht hat. Und die Liebesgeschichte, die sich hier aufgeschrieben hat, die war wirklich sehr angenehm zu lesen. Ich mag ja nur nicht unangenehme Liebesgeschichten, die so ein bisschen weit hergeholt sind, aber das war hier nicht der Fall. Das ganz Besondere an dem Buch finde ich, und das fanden wir auch einvernehmlich im Buchclub, die Art und Weise, wie Amy schreibt generell, also ihr wurde hier sehr viel kreativer Freiraum gelassen bei dem Buch. Es geht teilweise sehr schnell, kurze Sätze, Wortpunkt, noch ein Wortpunkt, noch ein Wortpunkt. Also sie konnte uns richtig mitnehmen und sie geht sehr, sehr viel in das Innere. Also es geht hier nicht unbedingt um den Plot an sich, würde ich bei dem Buch behaupten. Für mich steht auf jeden Fall im Vordergrund das Innenleben, wie das Innenleben dieser Person beschrieben wird und wie Amy da so eine Feinfühligkeit hat für Leute, oder für, ja, Lebensumstände, für inneren Tumult und für Leid und auch für Hoffnung. Das fand ich sehr, sehr schön. Sie ist ja Medizinstudentin und hat da das eine oder andere auch ein bisschen mitnehmen können, ja, was eben, wie Menschen eben mit Leid umgehen. Und das fand ich an dem Buch besonders. Also wenn ihr Lust habt auf einen historischen Roman, der alles beinhaltet, was man sich von einem historischen Roman wünscht, also auch Spannung und Liebe und Intrigen und sowas, aber Lust habt einfach mal auf was anderes, dass ihr merkt, ah, okay, die Autorin, die ist anders als die anderen, die ich gelesen habe bisher. Da kann ich euch das Buch wirklich empfehlen. Mich hat die Geschichte sehr berührt. Es geht viel auch um, was macht dich schön als Person und was macht dich aus? Und ich finde, es ist eine Message, die man immer mal wieder lesen und hören müsste. Und ja, große Props an Amy für ihren ersten Roman, den sie rausgebracht hat, der einfach, ja, super, super einfühlsam ist und mich sehr berührt hat und über den ich noch öfters nachgedacht habe. Also ja, definitiv verdient der Platz in meiner Top 10. Jetzt haben wir ein Buch, ich glaube, das habe ich nur einmal in einem Video vorgestellt und ihr werdet überrascht sein, dass ich überhaupt darüber spreche, aber ich muss wirklich sagen, in meiner Top 10 kommen jetzt nicht nur unbedingt Bücher, keine Ahnung, die ich mehrmals gelesen habe im Jahr oder so, was eigentlich eh nicht vorkommt, weil ich die Zeit gar nicht habe, aber einfach Bücher, die ein bisschen anders sind, die mich anders berührt haben, die, ja, ich möchte Autorinnen und Autoren, die über den Tellerrand hinausgehen oder sich was trauen, auch ein bisschen die Bühne bieten. Und so ist es bei diesem Buch. Ich habe, Entschuldigung, ich habe für den Fontis Verlag einen Artikel geschrieben. Da ging es so ein bisschen um das Thema Resilienz und da habe ich ein paar Bücher gelesen zu diesem Thema. Und da ist mir ein Buch besonders aufgefallen aufgrund der perfekten Mischung von Theologie und Einfühlsamkeit. Und zwar ist es das Buch von Roland Hartmeier, Du bist da in meinem Schmerz. Das ist ein relativ dickes Buch, muss man sagen. Und es geht um dieses, ja, um das Thema Leid, um das Thema, wieso lässt Gott Leid zu, wie gehe ich als Christ mit Leid um, mit dem eigenen Leid, mit dem Leid in der Welt, mit dem Weltschmerz. Das Thema, das ja bei vielen Personen vorherrschend ist im Leben, was viele Personen auch hindert, überhaupt sich Gott zuzuwenden. Was man ja auch nachvollziehen kann, ist, man sagt, hey, es kann keinen liebenden Gott geben, schau dir mal mein Leben an oder schau dir mal einfach die Welt an. Und diesem sehr, sehr schwierigen Thema widmet sich hier Roland Hartmeier und natürlich aus der theologischen Sicht, aber nie von oben herab, also dass man jetzt liest und es nicht versteht, was er eigentlich damit meint und aus einer sehr subjektiven Sicht, denn er ist selbst Leidender quasi, er hat selbst chronische Krankheiten, chronische Schmerzen und hat damit sehr viel zu kämpfen und stellt sich quasi die Fragen, die man sich stellt, die Menschheit sich so ein bisschen stellt an Gott, die stellt er sich natürlich auch selbst auf eine sehr subjektive Art und Weise, was immer noch ein bisschen mehr wehtut, aber noch ein bisschen ehrlicher und roher ist. Und ich finde, er hat es in diesem Buch einfach so gut gemacht. Es ist ein Buch, das muss man mehrmals lesen, davon bin ich überzeugt. Aber wenn ihr ein Buch zu diesem Thema sucht, um euch selbst ein bisschen weiterzubilden, wenn euch mal jemand fragt, hey, wie kannst du eigentlich an Gott glauben? Guck dir mal die Welt an, es herrscht so viel Mist da draußen. Bist du doof? So nach dem Motto, hä? Oder wenn du selbst vielleicht leidest oder wenn Personen in deinem Umfeld leiden und du möchtest nicht nur hingehen und sagen so, hey, alles wird gut, sondern du willst da irgendwie mehr geben oder auch für dich mehr geben, dass du, dass dein Gottesbild nicht kaputt geht, dass deine Beziehung zu Gott nicht kaputt geht, an deinem Leid quasi, was sehr menschlich und verständlich ist. Und das Schöne an dem Buch ist auch, dass Roland hat man ja nie mit Floskeln kommt, er kommt nie mit diesem, ja, du musst halt einfach glauben und hör auf so rumzuheulen und es gibt wichtigere Themen, du musst Gott einfach glauben und fertig, sondern er
er legt diese Frage vor uns hin und er sagt, es ist okay, dass du das fragst, es ist voll in Ordnung. Gott möchte auch, dass du dich tiefergehend damit beschäftigst und nicht einfach nur deinen Kopf ausschaltest. Und wir beschäftigen uns jetzt hier mit tiefergehend damit. Das fand ich einfach sehr, sehr cool. Das Buch hat ja lange in mir nachgehalten, hat viel in mir irgendwie auch verändert. Definitiv eins, das ich nochmal lesen möchte und muss. Und eine große Empfehlung, ein bisschen was anderes, also vielleicht ein bisschen unerwartet in meiner Top 10, aber es hat auf jeden Fall seinen sehr verdienten Platz. Ja, das nächste Buch wird für euch auch keine Überraschung sein. Ich hatte nämlich die junge Dame auch bei mir zum Interview und habe mit ihr über ihr Buch geschrieben, über sie selbst, über ihre Art und Weise, wie sie schreibt, wann sie schreibt, weshalb sie vielleicht auch schreibt. Also das Interview werde ich euch auch verlinken. Das ist natürlich mit Tabea Rompf und ihr Buch habe ich ihr auch damals schon gesagt und das war mir auch beim Lesen schon klar. Hat es natürlich in meine Top 10 geschafft und zwar ist das Anfang einer neuen Zeit. Das ist ein sehr dickes Buch und es spielt eigentlich zu einer Zeit, zu der ich gar nicht gerne Bücher lese und zwar der Zweite Weltkrieg. Ich habe, glaube ich, schon mal erwähnt, weshalb ich nicht gerne Bücher zu dieser Zeit lese. Nicht, weil ich das Thema nicht wichtig finde und man muss immer darüber sprechen und man darf nie aufhören, das Thema zu thematisieren. Doch ich finde oft, dass historische Romane ja ein bisschen das Licht auf die falschen Dinge setzen, legen und dann gewisse Dinge gar nicht thematisiert werden und es wird ein bisschen verromantisiert und das finde ich sehr, sehr schwierig und deshalb ärgere ich mich oft, wenn ich Bücher lese, die zu dieser Zeit spielen und deshalb lese ich sie dann auch nicht. Aber hier in diesem Buch hat Tabea mich überzeugt, denn sie hat den Krieg und wie Menschen sich im Krieg verändern, nicht verharmlost, nicht irgendwie kitschig dargestellt oder, keine Ahnung, irgendwie so super melancholisch, sondern es geht hier um zwei Persönlichkeiten, die sehr unterschiedlich sind, die sich aber auf eine besondere Art und Weise verändern und überhaupt, wie sie sich finden und wie sie zusammenkommen, ist schon was ganz, ganz Merkwürdiges. Es ist definitiv auch eine Liebesgeschichte, aber eine, die so zart und einfühlsam ist, als wäre Tabea irgendwie schon 35 Jahre Eheberaterin. Also sie hat mich sehr, sehr überrascht hier mit den Worten, die sie den Personen hier in den Mund gelegt hat. Und zwar geht es um Emma und Aljoscha. Wir bewegen uns in Ostpreußen im Jahr 1945 und ja, Emma wird Gefangene der Roten Armee und Aljoscha ist eben Teil der Roten Armee. Und auf eine ganz, ganz schreckliche Art und Weise kreuzen sich ihre Wege und ja, sie müssen dann heiraten. Sie müssen eine Partnerschaft eingehen, können sich eigentlich nicht ausstehen. Also vor allem Emma kann Aljoscha überhaupt nicht ausstehen. Und Aljoscha ist dann der Christ in diesem Fall. Also er ist bei der Armee, er muss töten, er hat riesen Gewissensbisse, ist Christ, aber darf das natürlich nicht zeigen, weil es eben verboten war damals für ihn. Und steckt dann sehr, sehr vielen Zwiespalten und hat ein bisschen noch Emma an der Backe, muss man wirklich sagen. Er ist ein sehr einfühlsamer junger Mann, aber Emma verständlicherweise, also sie ist nicht so jemand, bei dem du dir denkst, wow, ist die einfältig, die muss jetzt jemand heiraten, den sie nicht mag, aber ist ja nicht schlimm, weil er sieht gut aus oder so, sondern Emma tritt hier mit Händen, also wehrt sich mit Händen und Füßen gegen eine Annäherung zu Aljoscha und auch gegen Aljoschas Glauben. Und ja, die Gespräche, die hier, die zweifelnden Gespräche, die Emma mit Aljoscha hier führt, die gibt es mehrfach, was ich sehr gut finde, sehr realistisch finde. Und die sind auch sehr intelligent. Also es ist nicht so, dass Aljoscha einmal mit der Bibel kommt und sagt so, Mädel, jetzt glaubst du halt oder nicht. Und sie sagt dann, ja gut, dann mach ich's halt. Was sehr, sehr unrealistisch ist und was teilweise in Büchern auch vorkommt und das macht mich wahnsinnig. Sondern hier stellt Emma immer wieder wichtige Fragen. Geht zwei Schritte nach vorne, geht drei zurück und dann wieder einen nach vorne. Also es ist ein Hin und Her, wie es im echten Leben auch ist. Und das alles auch vor dem Hintergrund, wie kann ich vergeben? Wie kann ich überhaupt vergeben wollen? Und wie kann ich über eine schreckliche Sache hinauswachsen? Also es geht ganz, ganz viel um Kriegsgeschehnisse, also um schreckliche Dinge, die Menschen eben unter schrecklichen Umständen auch machen, aber auch viel um das Innenleben einer Person und wie sie sich irgendwie anpassen muss, wenn das Leben auch ein bisschen schneller läuft, als ja, ihre Emotionen das vielleicht zulassen. Also ein Debütroman von so einer jungen Person, der mich echt umgehauen hat, sehr dick, also sehr zu empfehlen, weil man kann sich auch in die Geschichte richtig reinfühlen. Es verging aber wie im Flug, es ist wirklich ein wunderbares Buch. Das Video zu meiner Rezension und wie gesagt, das Interview kann ich euch sehr empfehlen. Und ja, finde ich sehr, sehr besonders. Habe wirklich coole Bücher, also coole Debütromane dieses Jahr gelesen von Personen, die ich sehr respektiere. Und freue mich auch, dass dieses Buch erschienen ist und ja, sehr, sehr verdient in meiner Top 10. Ja, das nächste Buch ist ein Buch, das ich auch nur so am Rande erwähnt habe. Ich glaube, ich habe es nicht mal in ein Gelesen-Video reingemacht, aber nichtsdestotrotz ist es ein Buch, das definitiv in meiner Top 10 einen wohlverdienten Platz hat, weil es mir
ja, es hat mich sehr verändert und es hat mir auf eine ganz besondere Art und Weise Gott irgendwie neu gezeigt. Und zwar ist es das erste Sachbuch, glaube ich, nee, das zweite Sachbuch, das in meiner Top 10 ist. Wie gesagt, dieses Jahr habe ich viel mehr Romane gelesen als Sachbücher. Aber das ist ein Buch, das ja so ein bisschen eine neue Sicht, eine neue Zeit, finde ich auch, einläutet, was das Selbstbild eines Christen angeht. Das klingt jetzt vielleicht sehr hochgestochen, aber für mich persönlich war das so, dass es da echt eine Welle irgendwie angestoßen hat und Gedanken ins Rollen gebracht hat, die ich vielleicht vorher nicht so hatte, aber auf eine sehr positive Art und Weise. Und zwar ist es das Buch Werde kreativ von Jordan Rayner. Und ja, in diesem Buch verbindet Jordan Rayner zwei Sachen, die man vielleicht, oder mehrere Sachen, die man vielleicht mit seinem Glauben, mit Gott, mit dem Christsein nicht ganz verbunden hat. Wir sind als Christen ja in dieser Welt und wir sollen ja arbeiten, wir haben Hobbys, uns wurde eine gewisse Kreativität, eine gewisse, ja, eine gewisse Vielfalt quasi so ein bisschen in uns reingelegt. Wir sind ja das Ebenbild Gottes und wenn wir uns mal umschauen, sogar an so einem kargen, schrecklichen Wintertag wie heute, ist die Welt immer noch wahnsinnig schön und es gibt so viele Dinge allein in der Natur, dass man sich denkt, wow, wieso bist du so kreativ? Du hättest es viel, viel hässlicher machen können, Gott, aber die Welt ist so wunderschön. Und dadurch, dass wir Gottes Ebenbilder sind, sind wir auch dazu berufen und tragen das auch in uns. Und die Kreativen unter euch, die Innovativen unter euch, die Personen, die vielleicht ein Unternehmen haben, eins gründen möchten, 1000 Ideen haben, die können das nachvollziehen, haben vielleicht aber immer so ein bisschen diesen Zwiespalt gehabt, wie kann ich das denn machen, trotzdem zur Ehre Gottes? Also wie kann ich denn ein Unternehmen gründen, das jetzt vielleicht nicht irgendwie komplett direkt was mit Mission, Evangelisation oder irgendwas Christlichem zu tun hat quasi und Gott trotzdem dienen? Und da hat es für mich ein bisschen Klick gemacht, dass, und davon spricht Jordan auch ganz am Anfang hier in dem Buch, dass nicht nur Personen, die in die Mission gehen oder die irgendwie direkt was Christliches machen, besser sind oder nur die eben das Evangelium verbreiten in der Welt und was erreichen, sondern dass Arbeit und Kreativität und Innovation zum Guten dienen kann, dass es diese Ebenbildlichkeit zeigt, die wir zu Gott haben und dass wir auch säkulare Dinge quasi, die auf den ersten Moment, die im ersten Moment nicht so erscheinen, zu Gottes Ehre ausüben dürfen quasi. Also ich kann das Buch vor allem Personen empfehlen, die ein bisschen in diesem Zwiespalt stecken von, mit was verbringe ich meine Zeit, in was bin ich gut, was macht mir Spaß, was hat mir Gott gegeben und wie kann ich das trotzdem nutzen, dass ich mir nicht nur selbst einen großen Namen mache, dass ich mich selbst als was Besonderes sehe, sondern wie kann ich das zu seiner Ehre nutzen, ohne dass ich halt jetzt das komplett verdrehe und irgendwie alles auf Thema Evangelisation im einfachsten Sinne quasi hinausläuft. Ich fand das richtig cool, mich hat das Buch sehr berührt und verändert und wie gesagt, so ein bisschen in Stein ins Rollen gebracht, was auch meinen eigenen Alltagsbeschäftigungen nachgeht, sei es jetzt hier YouTube oder was ich eben auch arbeite, das Übersetzen, dass ich nicht mit einem schlechten Gewissen durch das Leben laufe und denke, oh ja, es ist aber nicht so gut wie, weil jemand anderes halt im Ausland ist und da eben vor Ort Menschen hilft, sondern ich kann auch Gottes Reich voranbringen und sein Wort unter die Menschen bringen, indem ich das mache, was er mir gegeben hat, dass ich machen soll. Und ja, das Buch hat mich sehr verändert. Ich finde es auch super cool. Also das Cover sticht total heraus, finde ich echt mega und kann ich sehr empfehlen. Und wenn ihr vielleicht sagt, ich weiß gar nicht, ob ich kreativ bin oder ich habe irgendwie nicht so einen Innovationsgedanken in mir, lest es trotzdem, denn arbeiten müssen wir alle und tun wir hoffentlich auch alle. Das ist ein extremes Privileg, arbeiten zu dürfen. Und wenn ihr da manchmal denkt, meine Arbeit ist extrem sinnlos, dann lest dieses Buch und dann kriegt sie vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Also fand ich echt super, hat mich sehr berührt und auch ein sehr, sehr verdienter Platz in meiner Top 10. Das nächste Buch, das mich extrem berührt hat, aufgrund der Geschichte, aber auch mir eine ganz neue Art und Weise gezeigt hat, wie christliche Bücher sein können, also das ist der Anspruch, den ich habe, der literarische Anspruch, der Anspruch der Geschichte an sich, dass der nicht sehr weit hergeholt ist, sondern dass manche Personen diesen Anspruch erfüllen. Das klingt jetzt total dumm, aber manchmal lese ich eben christliche Romane und denke mir, das ist sehr, sehr eintönig, das ist sehr zweidimensional und das gefällt mir einfach nicht so gut. Und ja, bin dann immer auf der verzweifelten Suche nach Büchern, die auch an säkulare Bücher einfach rankommen, weil warum denn nicht, ne? Also warum sollte man denn nicht gute christliche Bücher schreiben mit Anspruch? Und Buddy Töne hat dieses Warum denn nicht für mich
dieses Jahr definitiv beantwortet mit dem Buch, das ich von ihr gelesen habe. Das ist eine mehrteilige Reihe, die neu verlegt wurde vom Franke Verlag. Die gibt es schon etwas länger. Und das Buch, das ich gelesen habe, ist Der Weg nach Zion. Da geht es um die Staatsgründung Israels im Mai 1948. Und das ist eine Buchreihe, die behandelt, die setzt quasi immer wieder den Fokus auf verschiedene Personen, die wir in den anderen Büchern kennenlernen, die dann aber quasi den Fokus bekommen und so ein bisschen den Erzählstein in den verschiedenen Büchern. Das nächste Buch ist Eine Tochter aus Zion, glaube ich, oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, es ist, glaube ich, eine fünfteilige Reihe. Und die Geschichte hier ist extrem interessant. Man lernt sehr, sehr viel. Ich habe jetzt zu der Staatsgründung nicht so viel Allgemeinwissen, muss ich sagen, und man lernt hier sehr, sehr viel und es ist gepackt in eine spannende, tiefgründige, vielschichtige, anspruchsvolle, extrem unterhaltsame, intelligente Geschichte. Buddy Töne ist eigentlich Drehbuchautorin und man kann das hier total nachvollziehen, denn es geht ihr nicht um den Plot, Hauptsache den Plot rausbringen, Hauptsache die Geschichte voranbringen und am Ende fertig und alle atmen durch, sondern sie hat immer wieder Momentaufnahmen, immer wieder Momente, in denen man das Gefühl hat, okay, ich kann mir das bildlich vorstellen, was auch wichtig ist, logischerweise. Und es ist eine Szene, die eigentlich nicht super wichtig ist für den Plot, die mir aber einen gewissen Vibe bringt, die mich in eine gewisse Stimmung bringt. Zum Beispiel, ich muss mich immer wieder daran erinnern, eine Person, die eine relative Nebenrolle spielt, steht irgendwo am Fenster, guckt düster, es ist so ein verrauchter Raum und die Person raucht und guckt irgendwie böse aus dem Fenster. Und du denkst erstmal so, tut wirklich nicht so viel zur Sache, aber der Vibe, die Stimmung, das ist wie in einem Film. Da passiert nichts, es spricht keiner, aber du hast so dieses. Und das hat sie so gut in diesem Buch gemacht und ich bin so froh und freue mich darauf, dass es mehrere Bücher gibt. Mir hat es extrem gefallen. Es ist viel Spannung dabei. Es geht um eine junge Schriftstellerin hier, also in diesem Buch aus den USA, die in Israel gelandet ist und die eine Schriftrolle zugespielt bekommt und die ein bisschen herausfinden muss, ja, ob diese Schriftrolle denn echt ist, ob sie wirklich so alt ist, wie die Personen behaupten, die sie ihr gegeben haben, was sie mit dieser Schriftrolle überhaupt anfangen soll. Es geht auch ein bisschen um eine Liebesgeschichte, um ihr eigenes Leben und um, ja, Israel zu dieser Zeit, Jerusalem zu dieser Zeit, wie das denn damals war. Das ist super, super interessant, also man kann sehr viel lernen und sich da sehr, sehr gut reinversetzen, aber es ist einfach eine Art von Schreiben und die Übersetzung ist auch sehr, sehr gut geworden, also immer auch Props an die Person, die übersetzt hat. Einfach eine Art von Buch, bei dem ich mir denke, so wow, das ist ein Anspruch und das ist eine Messlatte und bitte haltet euch alle an diese Messlatte, weil es ist einfach wunderbar und ich kann es euch sehr, sehr empfehlen. Immer cool, wenn auch eine Reihe weitergeführt wird, dann hat man mehr Lesestoff und muss es nicht sofort aufgeben, wenn man das Buch fertig gelesen hat. Und ja, einfach ein Buch, das natürlich aufgrund des Plots in meiner Top 10 landet, aber vor allem aufgrund der Begeisterung, die es in mir ausgelöst hat, weil der Schreibstil einfach gigantisch, bombastisch, wunderbar ist. Also ein sehr, sehr, sehr verdienter Platz. Ich würde fast sagen Top 3, aber wir belassen es mal bei Top 10. So, ich hoffe, ihr seid noch ready und fresh, weil ich habe noch 3 Bücher, über die ich mit euch sprechen möchte. Und zwar das nächste ist das letzte Sachbuch aus meiner Reihe. Das habe ich dieses Jahr auch schon ein paar Mal erwähnt, dass es mich irgendwie berührt hat, irgendwie ganz anders berührt hat. Ich weiß nicht mal, ob man es wirklich so Sachbuch nennen kann. Es ist ein bisschen Biografie, es ist ein bisschen Theologie, aber es ist ein Buch, das mich zu Tränen gerührt hat ganz oft, das ich sehr nah an meinem Herzen trage und bei dem ich sehr dankbar bin, dass es es gibt und auch sehr gerne weiterempfehle. Und zwar ist es das Buch Who I Am von Tobias Teichen und Franziska Andersson. Und das ist ein Buch, in dem ganz viele junge Frauen und Männer, also ich sag jetzt mal, ich glaube, das Alter geht irgendwie von Teenager bis Mitte 30 so, aus ihrem Leben erzählen. Das sind Personen, die man vielleicht kennt, wenn man in der christlichen Bubble so ein bisschen drin ist, aber auch Personen, die einfach nur normale Bürger sind quasi, die davon erzählen, mit welcher Sache sie in ihrem Leben zu kämpfen hatten, sei es jetzt irgendwie Drogenmissbrauch oder Essstörung oder keine Freunde oder irgendwie Betrug oder Misshandlung oder so. Also schon ein bisschen heavy Themen, falsches Selbstbild, bla bla bla. Also alles, mit dem man so zu kämpfen hat, nicht nur als junge Person, sondern auch als ältere Person quasi, also immer im Leben. Und wie die da durchgegangen sind und das mit Gott. Und das ist nicht nur eine so theoretische Abhandlung dieser Themen, die sehr, sehr belastend sind. Und gerade wenn man eine Person ist, die selbst damit zu kämpfen hat, mit der einen oder anderen Sache, ist es immer total schön, davon zu lesen, wie jemand anderes dich versteht
wie jemand anderes genau weiß, wie es dir geht und was du durchmachst. Und dann immer noch die theologische Abhandlung davon. Also es gibt zum Beispiel Personen, die dann darüber sprechen, dass sie Essstörungen hatten beispielsweise. Das heißt, das sind Bilder von Personen meistens drin, upsala, die dann auch darüber sprechen, wie es ihnen quasi ging, die ganz, ganz offen darüber reden, was ich sehr, sehr mutig finde, die, wie gesagt, teilweise etwas jünger sind, teilweise etwas älter sind und dann eben zu diesem Thema beispielsweise irgendwelche Süchte, die diese Person vielleicht hatten, dann nochmal eine theologische Abhandlung davon mit ein paar Bibelstellen, mit ein paar Fragen an einen selbst, wie geht's dir denn damit, wie siehst du das, wie kommst du damit klar? Also das hat mich einfach so berührt und es ist ein wunderbares Geschenk, für Personen, bei denen man vielleicht nicht weiß, wenn jemand Geburtstag hat oder so, was man schenken soll, aber auch an einen selbst, finde ich, weil gerade wenn man vielleicht Dinge auch überwunden hat, dann denkt man nicht mehr so darüber nach, wie schwer das eigentlich damals war und vielleicht denkt man auch nicht über die theologische Seite der Dinge nach, sondern denkt dann einfach, okay, das war halt früher und jetzt geht es mir besser und alles gut. Und darüber einfach zu lesen, wie Leute im Glauben gewachsen sind, hat mich sehr, sehr berührt, fand ich einfach ein sehr, sehr schönes Buch und bin dankbar, dass es rausgekommen ist. Gerne mehr davon. Das ist ja sehr ermutigend, das nicht nur in Sachbuchform zu lesen und fertig, sondern auch da echte Menschen zu haben, die darüber sprechen. Bin sehr dankbar, dass es gibt. Es hat mich sehr berührt und deshalb in meiner Top 10. Über das nächste Buch habe ich schon sehr, sehr viel gesprochen, deshalb halte ich mich jetzt kurz. Aber es ist eigentlich klar, dass es für mich in meine Top 10 kommt. Das ist das Buch Sparks of Hope von Verena Unsinn. Und die ausführliche Beschreibung dieses Buches, wie toll ich es finde, kann ich euch unten auch in der Infobox verlinken. Es ist ein New Adult Roman, ein Genre, das für mich eigentlich nicht so mein Lieblingsgenre ist und relativ neu ist auch. Aber Verena hat hier ein Buch geschrieben, das New Adult ist durch und durch, trotzdem ein sehr, sehr schwieriges Thema behandelt und trotzdem witzig dabei bleibt, also nahbar dabei bleibt. Die Personen sind echte Personen, die Schreibweise von Verena ist, witzig, aber einfühlsam und sie hat ein sehr, sehr besonderes Verständnis für Menschen, würde ich mal behaupten. Es gibt schon den zweiten Teil davon, der auch ein bisschen in dieser Welt spielt, aber andere Personen behandelt. Sparks of Joy, den werde ich als nächstes lesen, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Und Sparks of Hope war für mich einfach ein New Adult Buch, das mir gezeigt hat, es liegt nicht am Genre, es liegt an der Person, die schreibt und Verena schreibt wirklich sehr, sehr gut. Bin sehr dankbar, dass sie die Zeit findet, in ihrem Alltag so wunderbare Geschichten zu schreiben, so einfühlsam. Und wenn ihr sagt, New Adult an sich, Faithful New Adult natürlich, ist nichts für euch, ist vielleicht euch zu viel Liebesduselei oder irgendwie zu übertrieben, zu unrealistisch, dann lest bitte dieses Buch. Es ist eine wunderbare Abhandlung von innerem Tumult, von der Liebe Gottes, von Vertrauen, Freundschaft und Hoffnung und es hat mich sehr berührt. Finde es echt wunderbar für jung und alt und kann es euch sehr, sehr, sehr empfehlen. Verdienter Platz in meiner Top 10. Und das allerletzte Buch, das es in meine Top 10 geschafft hat, ist ein Buch, das ist der zweite Teil einer Duologie und den habe ich als erstes gelesen, dummerweise, aber das ist halb so wild. Vielleicht wisst ihr jetzt, um welches Buch es geht. Es ist Die Entscheidung von Robert Withlow. Und dieses Buch hat einen extrem interessanten Plot, aber was mich wieder überzeugt hat, es geht nicht nur um den Plot bei mir, sondern die Art und Weise, wie Robert Withlow Personen schreibt, wie er Situationen beschreibt und wie viel Realität er einer Person einhauchen kann, die einfach nur schwarze Worte auf nicht geblichenen Seiten sind, hat mich extrem überrascht und gefreut und das war einfach eine Wonne beim Lesen. Es geht hier um Daud und Hannah und ich will nicht zu viel sagen, denn es gibt einen ersten Teil. Der erste Teil heißt Der Auftrag, den blende ich euch hier ein. Lest den bitte davor, aber bitte lest diese Bücher. Es geht, wir bewegen uns hier in der jetzigen Zeit quasi. Und das ist wieder so ein bisschen das Thema Israel, ein bisschen auch das Thema Terror ist dabei. Daud ist Geheimagent und wird verfolgt von der Terrorgruppe und möchte sich eigentlich mit seiner Frau ein neues Leben aufbauen, aber da kommen ihm so ein paar Sachen in die Quere. Es ist ein sehr, sehr spannendes Buch. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt ein Thriller nennen würde. Wahrscheinlich säkulare Personen, die Thriller lesen, würden das nicht so titulieren. Aber wenn ihr ein Buch lesen möchtet, das spannend ist, bei dem es keine komische, liebesduselige Liebesgeschichte gibt, aber dass es trotzdem in sich hat und dass Personen hat, eine Beschreibung von Personen, bei denen man sich denkt,
kannst du bitte zu mir zum Kaffee kommen, ich möchte dich näher kennenlernen. Das war für mich dieses Buch. Ich bin sehr froh, dass es noch einen ersten Teil davon gibt, dass ich ihn lesen darf und mehr Zeit mit Hannah und Daud verbringen darf. Und das hat mir einfach wieder gezeigt, dass es Hoffnung gibt. Manchmal bin ich hoffnungslos, was christliche Romane angeht und die Qualität und den Anspruch. Aber Robert Withlow hat mir gezeigt, dass meine Hoffnung noch nicht sterben muss. Und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar. Lest dieses Buch, es hat mir extrem gut gefallen. Ich habe viel gelernt und wie gesagt, Personen da kennengelernt, bei denen ich wünschte, es gäbe sie in echt. Und ein absolutes Top-10-Buch, auch eigentlich Top-3-Buch für mich. Ich freue mich auf den ersten Teil und einfach genial. Ja, weil auch mein Akku bald den Geist aufgibt, weil ich jetzt schon sehr, sehr lange spreche, möchte ich euch ja danken, meine Lieben, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Danke, dass ihr mich dieses Jahr so kräftig unterstützt habt, dass wir einfach so eine schöne Community hier haben, dass wir Freundschaften geschlossen haben. Ich habe ganz, ganz viele Online-Freunde und Freundinnen durch euch gewonnen und wir haben ein gemeinsames Hobby, gemeinsame Leidenschaft, aber auch darüber hinaus würde ich sagen, dass ich mich mit euch sehr, sehr verbunden fühle und ich bin euch dankbar, dass ihr meine Videos guckt, für die Kommentare, für die Likes, für den Zuspruch, den ihr mir auch gibt. Ich mache das ja hier als Hobby und ich bin sehr dankbar, dass es so ein schönes Hobby ist und so ein Hobby, das Früchte trägt. Danke, dass ihr mir auch immer wieder Fragen stellt zu Büchern, zu anderen Dingen, dass ihr euch an mich wendet. Das ist eine sehr, sehr große Ehre und Privileg für mich. Danke, dass ihr mir auch die Freude am Lesen immer wieder einhaucht und immer wieder ich mich darauf freue, mit euch über Bücher zu sprechen. Danke, danke für dieses wunderbare Jahr 2023. Ich freue mich auf das, was kommt. Ich habe sehr, sehr viel vor mit euch im Jahr 2024. Bleibt gesund, bleibt froh. Feiert heute, es ist der 31. Feiert schön. Und ja, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss.